Heidi, ho meine Amigos und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und zwar von unserem ARK PvP Server. Ja meine Freunde, unser Nitrado PvP Server ist am Stissel. Unser guter Neutroni, ihr wisst Neutronix, so wie nennt er sich? Neutronix, ja. Ihr wisst, der hat sich wieder reingeklemmt und zwar in die Servereinstellung und hat unseren neuen PvP Server gezaubert. Meine Freunde, wie ihr mitspielen könnt, unten in der Videoinfo. Den Link, wie wird man Mitspieler? Ihr wisst, wir haben 10 Server. Alle Server könnt ihr dann nutzen, wenn ihr Mitspieler seid. Discord, bla bla bla, wird alles erklärt. Und auch der PvP-Server, da müsst ihr dann den Neutroni anschreiben. Und der Neutroni gibt euch dann den Link zum eigenen Discord für PvP. Also das ist richtig, richtig geil. Und ich will euch heute mal zeigen, um was es geht. Weil wir haben auf diesem Server mega nice Einstellungen. Wir haben hier jetzt zum Beispiel Metall. Ihr kennt die normalen Metallbrocken, ne? Ich zeige euch nur grob mal, wie es eingestellt ist. Wenn ich da mit der Spitzhacke, ich habe dann ein bisschen eine bessere aus dem Alpha gezaubert. Einmal dagegen geklappt, 57 Metall, 123, 171, 231, 294, 354 Metall unter ein Wisch praktisch rausgeholt. Und ja Leute, so sind die Einstellungen. Maximal Level könnt ihr schon an mir sehen. Ich habe Level 105. Das ist Endlevel. Mehr ist nicht, Leute. Mehr ist nicht. Und es ist aber nicht nur ein normaler PvP-Server, was da ganz wichtig ist, was ihr nicht vergessen dürft, es ist Neutroni-Server. Also es ist ein Sari-Server, wird aber verwaltet und gefaltet von Neutroni und der ist da megamäßig dahinter. Der hat sonst keine Hobbys, der klemmt sich da dahinter und der macht auch unter dem, dass der Server läuft, speziell gerne am Freitag und so, macht er Events. Man geht zum Beispiel zum Grünen, zum Roten, zum Blauen Obi. Da der Loot Drops, Loot Grades praktisch aufgestellt und da kann man Blueprints oder Sättel und so weiter rausholen oder auch Artefakte aus Höhlen. Sonst Drops sind ausgeschaltet, auch die Loot Grades sind ausgeschaltet. Die bekommen nur bei Wettbewerbe oder auch in Loot Höhlen. Wenn ihr da reingeht und ein Artefakt rausholt, dann bekommt ihr was von ihm. Er hat da sein eigenes Tech-Schiff, wo ihr praktisch was eintauschen könnt, was kaufen könnt, Loot Grades oder sonst was. Tiere sind deaktiviert, wir können keine Tiere zähmen, außer aktuell das Pferd. Einfach zum Lasten tragen oder schnell wohin zu kommen, gibt es das Pferd zum Zähmen, meine Freunde. Wir sind auf der Island und ja, es gibt das Pferd zu zähmen, kann man aber auch bei Neutroni kaufen. Leute, es ist wirklich mega spannend, eben wie gesagt auf der Island wieder mal die Oldschool Map zu spielen, mit diesen Einstellungen mega nice. Es gibt natürlich gewisse Regeln, dauerhaft Festsetzen eines Spielers verboten, Unterwasserhöhlenbauen verboten, blockieren wichtige Spawnpunkte von Tieren ist zum Beispiel verboten, das Bauen in besonderen Höhlen, Ressourcen, blockieren Spieler Spawnpunkte ist verboten. Also ihr kennt die Klassiker einfach, ne? Wir sind auch nicht da, um Kindergarten zu machen, dass jemand, wer sich gerade neu aufbaut, einfach mit Hirn spielen, Leute. PvP, sprich, wir wollen ein gepflegtes PvP haben, wo man sich auf die Fresse gibt, aber das Ganze ein bisschen im normalen Rahmen. Nicht, dass ich jetzt da beim Baum bin, einer schießt mich von der Weite aus weg, ich komme raus, baue weiter, weil ich eben gerade beim Baum bin und nicht beim Kämpfen, der kommt wieder, schießt mich wieder weg. Also Spawn-Trappen und so weiter und so fort. Ihr wisst, die Klassiker. Man soll einfach ein nettes PvP haben. Es wird auch eine Arena geben, es wird mehrere Events geben, Leute. Wir können da uns richtig schön die Schädel einschlagen. Ich bin auch sehr viel aktuell auf dem Server, überraschend viel. Bin kurz mal drauf verliebt und seitdem jedes Spiel hier drauf verbracht, Leute. Es macht Spaß. Es macht Spaß, es macht Freude. Der Server ist top eingestellt. Wir können echt was machen. Wer Bock auf PvP hat von den Sari-Server-Mitspielern oder noch Mitspieler werden will, und auf diesen Server spielen will. Der Server ist auch nicht eine Kurzzeitgeschichte. Wir haben immer wieder PvP-Server und wenn der gut läuft, dann bleibt er natürlich auch. Also Leute, was hält euch noch? Steigt ein, seid dabei, auf den sauberen Kampf, einmal auf die Fresse geben, das wird lustig und ja, das war es auch schon von meiner Seite. Good night, good fight, es war mir eine Ehre, habe Dere.